Von wegen perfekt. Auch unsere ach so schönen Lieblingsstars werden von Beauty-Sorgen gequält. Und was für welchen? Aktuellster Fall, Rihanna und ihr, haariges Problem. Was ist denn da los? Unsere Expertin erklärt's. Haare sind immer ein Spiegel der Seele und wenn man ständig gestresst ist, dann hat das deutliche Auswirkungen auf das Haarkleid. Schockdiagnose, Haarausfall. Keine Seltenheit unter weiblichen Promis. Trotz oder gerade wegen ihrer Extensions kann Lindsay Lohan ihre lichten Stellen nicht verbergen. Auch Superblondine Cameron Diaz droht der Kahlschlag. Was soll Frau bloß dagegen tun? Also ganz wichtig, erstmal beide Eisenwerte checken lassen. Ja, das ist immer wichtig. Dann natürlich gezielte Entspannungsübungen machen. Schauen, dass sie ein bisschen mehr Ruhe und Gleichmäßigkeit in ihr Leben bekommt. Und die Haare auch ein bisschen in Ruhe lässt, ja, nicht einen Tag rot, einen Tag dunkel oder zu viel glättet. Jennifer Lawrence hat übrigens noch eine ganz andere Lösung gefunden. Einfach weg mit dem Stroh auf dem Kopf. Sieht doch top aus, oder? Na, von diesem Arzt würden sich sicherlich viele Frauen gerne genauer untersuchen lassen. Kompetent genug dafür wäre der charmante TV-Doc dank seiner Rolle bei In aller Freundschaft übrigens auch. In jedem Drehbuch auf der ersten Seite stehen die Krankheitsbilder für uns nochmal mit allen lateinischen Fachbegriffen. Und wir haben medizinische Fachberatungen, die die Drehbücher mitschreiben. Und wenn wir gerade an so einer OP-Doktorin innerhalb der Szene ist auch immer ein Arzt dabei. Und die Krankenschwestern, die man da meistens sieht, sind auch alle echt. Herzflimmern gibt's für Roy aktuell aber nur in der Serie. Ich bin privat Single seit einiger Zeit. Die letzte Beziehung war 2 Jahre. Ich glaube, ich kann mir da ruhig noch ein bisschen Zeit geben, bevor ich mich da wieder in was Neues stürze. Beziehungen führen, das ist die schwerste Disziplin, die man so unter Menschen zu bewältigen hat. Und manchmal funktioniert, manchmal halt eben nicht. Wow, ganz schön ehrlich. Aber irgendwann lässt eine Frau sein Herz bestimmt wieder höher schlagen. Ein Gesicht wie ein Engel, aber ein ganz schön sündiger Body. Ja, eigentlich ist Selena Gomez das, was gemeinhin als Disney-Sternchen bezeichnet wird. Doch die 21-Jährige arbeitet eifrig daran, ihr Teenie-Image loszuwerden. Auf den roten Teppichen dieser Welt zeigt sie viel Haut. Sexy, aber niemals billig, lautet ihre Devise. Selena erklärt im Interview: Ich werde immer das Mädchen sein, das du nach Hause zu deinen Eltern mitnimmst und nicht nur für eine Nacht. Ja, ja, Selena bleibt trotz des gewagteren Looks der Traum aller Eltern. Was zur Hölle ist denn da los? Eine Elektroschockattacke auf einen Paparazzo? Jack Osborne ist doch eigentlich kein Aggressivling, oder? This is Jack tasing Paparazzi for votes. Ah ja, alles nur ein Gag. Jack geht auf ungewöhnlichen Stimmenfang, um sich bei Dancing with the Stars in die nächste Runde zu schießen. Ob er das wohl so nötig hat?